Und ich finde es mega, mega schade, dass Mercedes das hier dass das hier nicht mehr möglich ist in den neuen. So, was geht Leute und willkommen zum neuen Video heute auf dem Kanal. Bei diesem wunderschönen, viel zu heißen Wetter geht es heute wieder um dieses geile Teil und der C63 steht daneben. Spaß beiseite, natürlich geht es um den C63 und Mamino ist auch dabei. Ja, danke, dass du mir dein neues Auto zur Verfügung stellst. Immer wieder gerne, gar kein Problem. Nein, Spaß. Spaß beiseite, es ist nicht unser Auto. Das ist das Auto von der Autovermietung K-Emotion GmbH. Das können wir heute fahren und deswegen guckt bei der Vermietung auch gerne vorbei, falls ihr auch mal genau das Auto oder auch noch andere Sportwagen fahren wollt. Kann ich sehr empfehlen, lohnt sich auf jeden Fall. Ist hier im Raum Stuttgart, da gibt es sehr, sehr viele schöne Wagen, die man sich mal mieten kann. Definitiv. Checkt auch die C63 Videos von Mamino aus, wir haben schon eben zwei gedreht. Richtig geil geworden. Deswegen, heute, um was geht es eigentlich? Wir machen ein FAQ-Video. Ich habe bei Instagram zwei Umfragen gemacht. Die wird beim Fahren jetzt der werte Hermi hier links vorlesen. Und ich gucke, dass ich hoffentlich ein paar zu diesem schönen Auto beantworten kann. Deswegen. Ich habe extra lesen geübt für dieses Video. Ich habe ein Buch davor gelesen. Danke dir nochmal. Also deswegen, das kriege ich jetzt auf jeden Fall hin. Ist ja ein Schnelllerner. Sehr gerne, ich habe ein Bilderbuch gelesen. Danke, Bro. Dann schwingen wir uns rein, Mamino und sein Bilderbuch und gucken, dass ich ein paar Fragen beantworte. Yeah. Das ist der 63er? Turbo, ich weiß. Oder ist es der, warte. Was steht da drauf? 43. Ah, okay. Das wäre jetzt zu krasser Zufall. Ja, ich habe noch nie den, das lasse ich im Video. Ich habe noch nie den 63er, den neuen. Ja, den echt gesehen? Ja. Ja, wieso? Nee, also. Brauchst du nicht wirklich. Kauft vielleicht ein paar, eine Firma mal, aber das war's auch. Ja. So, dann würde ich sagen, wir fangen mal an. Mamino, die erste Frage zu diesem schönen Kfz. Und nach rechts, ne? Rechts, genau. Wir haben jetzt hier bei Instagram die Fragen. Und einer hat eine sehr gute Frage gestellt, mit der, ich hier dann gleich noch links, mit der wir direkt mal anfangen könnten, was mich jetzt auch persönlich direkt interessieren würde zu Beginn des Videos. Und zwar, wie findest du es, dass der neue C63 kein V8 mehr hat? Das muss ich sagen, das finde ich eine, gerade jetzt, nachdem wir den jetzt schon so den halben Tag relativ viel gefahren sind. Ich finde es wirklich sehr, sehr schade und ich kann es nicht verstehen, warum Mercedes das macht, weil der V8 gehört doch eigentlich in den C63. Geradeaus? Achso, geradeaus. Alright. Der gehört eigentlich in C63. Natürlich ist der neue dann von der Performance wahrscheinlich schneller. Aber was auch viele berichten, und deswegen wird er ja auch nicht verkauft, der ist einfach dann nicht mehr so emotional, weil ich finde, C63 macht einfach ein V8 aus. Und da gibt es auch, glaube ich, nicht viel drum herum zu reden. Der Name steht für V8. Ja, das hat mal für den Hubraum gestanden, das ist sowieso vorbei. Genau, und ich weiß, irgendwie macht das bestimmt aus flottentechnischer Sicht bei Mercedes alles Sinn. Es ist irgendwie diese Politik da, die da gefahren wird. Ich finde es einfach nur schade. Und dann hätte man nicht C63 nennen sollen. Das macht man ja eigentlich dann nur aus Marketingperspektive. Aber das ist dann umgekehrt doch wieder schädlich, wenn er kein V8 hat. Also ich finde, V8 gehört dazu. Und ich finde es mega, mega schade, dass Mercedes das hier dass das hier nicht mehr möglich ist in den neuen. Okay. Wow. Das beantwortet die Frage. Das reicht schon. Ja, das reicht doch immer schon. Alright. Frage, vielleicht jetzt noch ganz passend, weil wir es gerade gedreht haben. Wie viel hast du und dein autistischer Beifahrer verbraucht? Ich und mein autistischer Beifahrer, wir haben, glaube ich, heute schon, also wir hatten den voll getankt. Ja. Hier links dann, gell? Genau. Wir haben jetzt ein Viertel Tank verbraucht. Wir haben 21,4 Liter Durchschnittsverbrauch. Mhm. Weil wir dementsprechend auch unterwegs waren. Shit. Ja, also wie gesagt, hätten wir das Auto jetzt privat, würden wir natürlich nicht so jeden Tag ballern. Aber da wir das heute. Ja, doch, würden wir. Boah, Alter, ist geil. Je höher die Geschwindigkeit, desto cooler wird es noch. Genau, also wir haben 21,9 Liter als Durchschnittsverbrauch. Ja.
Vielleicht ein bisschen weniger. Ja. Weil wir haben es jetzt einmal zurückgesetzt wegen dir. Vielleicht sagen wir so 17, 18 Liter. Das kann ich jetzt leider nicht mehr sehen. Aber davor war es nicht wirklich anders. Nee. Sagen wir mal 18 Liter. So 18 würde ich sagen, kommt auf jeden Fall. Man könnte es jetzt auch berechnen, indem man ein Viertel vom Tank nimmt. Ja. Aber so 17, 18 Liter. Genau. Ich würde sagen, bevor wir jetzt gleich zur nächsten Frage gehen, werden wir da vorne gleich einmal einen Tunnel scheppern. Ich wusste es. Und dann werden wir gleich mal gucken, wie sich der V8 mit OBF im Tunnel anhört. Das ist, glaube ich, die geilste Frage. Weil das ist nämlich auf jeden Fall sehr gut. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob irgendjemand die Frage sogar gestellt hat. Ah, guck mal, hier sehe ich sogar die Frage. Perfekt. Wie ist der Sound? Das können wir direkt rausfinden. Hinter uns ist auch nichts. Ich bin hier der beste Fragen. Du bist der beste Moderator. So, seid ihr ready? Hinter uns ist echt nichts, das ist geil. Oh, der knallt ein bisschen. Einmal noch, weil es so schön war. Also ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ja, ja, auch wenn er ein OPF hat, ich glaube, der Non-OPF wäre nochmal geisteskrank, ja, crazy. Da kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, der ist nochmal krasser. Aber hier trotzdem hast du noch eine schöne Lautstärke und es ist noch so ein bisschen wie so eine Donnerwolke, die aber hinter einer Tür ist. Ja, okay. Dann hoffe ich, diese Frage wurde auch beantwortet. Ja, auf jeden Fall. Dann als nächste Frage ist vielleicht jetzt so ein bisschen für die, die jetzt vielleicht dein Content nicht so kennen, bisschen weit hergeholt, aber du hast ja privat ein i30N und hier wurde gefragt, ob er besser ist als ein i30N. Und da muss ich sagen, ganz objektiv gesehen ist er auf jeden Fall das bessere Auto. Da müssen wir nicht lang drum rumreden. Das ist, er ist schneller, er hat besseren Sound, er ist nicht so laut, aber das heißt ja nicht bessere, ist ja nicht der bessere Sound, nur weil er lauter, nicht so laut ist. Er ist komfortabler, er ist trotzdem schneller, er ist luxuriöser. Das ist ja auch, das sind ja auch komplett zwei andere Welten von Auto. Natürlich macht der E30 auch mega, mega Spaß. Vielleicht sogar kommt das Spaßlevel an dieses Auto ran. Preis-Leistungs-Spaßlevel, genau. Aber faktisch gesehen, wenn man den Preis mal jetzt, diese Preis-Leistung nicht beachtet, ist der C63 natürlich das viel bessere Auto. Das muss man so sagen. Es ist in jedem Aspekt, auch Alltagstauglichkeit, ist der hier gegeben. Ja. Ich würde sagen, auch besser als bei dir. Ja, viel komfortabler. Du fährst hier komfortabler, ja. Ja. Ich wüsste, ja doch, der natürlich, ist natürlich dann doppelt so teuer, aber er ist faktisch einfach das bessere Auto. Ja. Logisch. Ja. Okay. Genau. Beantwortet, denke ich mal, die Frage. Ja, also gibt's. Ich finde jetzt nochmal zwischendrin, den Puller war gar nicht mehr so, also man gewöhnt sich schnell dran als Fahrer zumindest. Das wäre jetzt hier nämlich die nächste Frage gewesen. Okay. Geht er vorwärts? Ja gut, das habe ich jetzt schon hier die ganze Zeit mal demonstriert, aber da schön frei heute ist man in Stuttgart, was echt nicht oft der Fall ist, können wir das auch noch mal testen. Wir gehen manuell, Sport Plus, alles auf scharf, zweiter Gang. Ja, also er geht sehr gut vorwärts, aber ist ja nicht die S-Variante. Man gewöhnt sich natürlich, ich finde, als Fahrer habe ich mich jetzt schon an den Punch gewöhnt. Sag ich ehrlich, ich habe mich an die Beschleunigung schon gewöhnt. Als Beifahrer ist nochmal was anderes. Und man sieht die Zahlen da. Oh, warte mal. Oh, was ist denn hier wieder los? Normalster Verkehr, gerade war nichts los und jetzt. Genau, also die Zahlen am Tacho, die gehen natürlich sehr schnell nach oben. Und demnach geht er auch richtig gut nach vorne. Aber es ist schon so, dass man sich auch. Was war die Frage? Wie er vorwärts geht. Ja, genau, also er geht sehr gut vorwärts. Ich hätte es mir tatsächlich noch ein bisschen krasser vorgestellt, aber der hat halt so viel Kraft und die merkst du halt in jedem Fenster, wo du Gas gibst. Also, guck mal, der cruist ja im Komfortmodus, wirklich der cruist mit 1000 Umdrehungen. Ja. Also du gibst Gas bei 1000 Umdrehungen und das Auto fährt los. Das ist geil, also das ist geisteskrank so. Wirklich, der hat so viel Drehmoment, das merkst du einfach immer. Mhm. Das ist wirklich heftig. Du hast immer genug Power, er geht sehr gut vorwärts. Braucht euch nicht keine Sorgen machen, dass er langsam ist. Ja, und die nächste Frage, eine sehr kuriose Frage. Hat das Auto einen Motor oder einen Hamsterrad mit Hamster? Oh, scheiße, wie hat er das rausgefunden, Alter? Ja, wie
zustande gekommen? Also tatsächlich hat er ein Hamsterrad mit Hamster. V8 ist hier nicht verbaut, aber eigentlich der V8 steht für 8 Hamster, die jeweils ein richtig riesiges Rad haben und da vorne im Motorraum drin sind. Aber kennst du das so Hamster-Lore, dass die sich sehr saftig. Uiuiui, Schmacko. Alter, geil. Kennst du das, dass die Hamster immer so auf kurioseste Art und Weise verrecken? Ja, dann hoffen wir nicht, dass hier noch ein Zylinder sich abschaltet. Genau, das nennt man dann Zylinderabschaltung. Nee, aber Spaß, es ist ein V8 Biturbo verbaut. Wie sind die Bremsen? Kann ich jetzt hier nicht so testen, aber wir haben, also ich habe vorhin, das habe ich nicht gefilmt, bei einer Ampel von, weil die sehr schnell rot wurde, musste ich sehr schnell von, ja, so 80 runterbremsen. Top. Also das ist, die geht sehr gut stramm, zieht sofort, was sofort Bremswirkung quasi. Liegt auch daran, also ist jetzt eine Keramik, ist nicht die Keramikbremse, nicht genau. Das ist ja die normale Stahlbremse. Ja. Und bei der normalen Stahlbremse, die ist trotzdem richtig, richtig gut und die wirkt auch sofort vor allem. Du merkst halt schon, wenn du von einer höheren Geschwindigkeit schnell runterbremst, dass das Heck dann so ein bisschen schwammig wird. Mhm. Also der rotiert da ein bisschen, aber da hat man vielleicht mal so ein bisschen Eierflattern erst. Aber an sich ist die Bremse top, ja. Kann man sich nicht beschweren. Und die Stahlbremse. Ja. Würde ich auch sagen, die reicht für den normalen Verkehrbetrieb. Ja. Wenn man natürlich jetzt auf die Rennstrecke mit diesem Auto geht, wäre die Keramik vielleicht eine Überlegung wert. Dann vielleicht, um die Fragerunde ein bisschen abzuschließen langsam, würdest du dir einen kaufen wollen, wurde hier noch gefragt. Das ist eine richtig gute Frage. Würde ich mir einen kaufen wollen? Die liegen jetzt, würde ich schätzen, bei 60 bis 80, oder? So ja, ungefähr. Facelift würde ich sagen, ja. Ja, okay, 60 bis 80. Und ehrlich gesagt würde ich das Geld nicht dafür ausgeben. Ich würde mir keinen holen, auch wenn es wirklich ein saugeiles Auto ist. Aber ich bin dann doch eher in dieser Region BMW, Toyota, diese bisschen leichteren, noch bissigeren Autos auf der Landstraße, die man da richtig prügeln kann. Der hier ist mir schon ein Ticken zu komfortabel. Auch, aber das ist ja eine große Stärke wieder von dem. Ja. Nur für das Geld, denke ich mir, würde ich mir ein anderes Auto holen. Obwohl das Auto mega ist, auch von der Optik und allem, würde ich dann wahrscheinlich eher zum M4 greifen. Mhm. Für das Geld deswegen, geschenkt natürlich. Ja. Für weniger Geld, als er auf dem Markt ist, natürlich, aber er ist dieses Geld wert. Und ja, aber meine Antwort ist dann, nein, für das Geld würde ich mir das Auto nicht holen. Okay. Genau. Ich stelle jetzt aber eine Gegenfrage, bevor wir das Video abschließen. Okay. Würdest du dir das Auto holen? Ja, 100%. Ja? Also siehst du dich da drin? Ich sehe mich 100% in diesem Kfz. Vielleicht nicht unbedingt im Facelift. Mir würde es vor Facelift reichen, ohne OPF. Da bist du ja bei so 50 bis 60, mhm, je nachdem. Ist sogar ohne OPF geiler. Genau, ist ohne OPF ja eigentlich sogar geiler. Motormäßig hast du ja das Gleiche, also auch powermäßig und so. Deswegen, ich würde mich sehr, sehr, sehr in so einem Kfz sehen und ich kann die Frage kurz und knapp beantworten. Ich würde sowas kaufen, definitiv. Ich muss auch sagen, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht, aber ich sehe den guten Mamino sehr doll in so einem Auto mal. Mhm. So, und damit würde ich sagen, runden wir das Video ab. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir runden mit was anderem. Genau. Wir runden mit was anderem das Video ab und zwar noch einmal. Der Mamino Standardtunnel. Einmal muss noch. Vielleicht kriegen wir wieder Mittelfinger gezeigt. Ja, hoffentlich. Ist, glaube ich, ein guter Abschluss fürs Video. Ist echt ein guter Abschluss fürs Video. Damit runden wir das ab. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Checkt Mamino und checkt KEmotion GmbH aus. Haut rein. Bis dann. Ciao. Ciao.